Ja, einen schönen guten Nachmittag erstmal noch oder schönen guten Abend zu der Galaxis-Programmiernacht. Mein Name ist Lars Weiler. Ihr kennt mich vielleicht auch als Pylon oder als DC4LW mit meinem Rufzeichen von Amateurfunk. Da bin ich auch irgendwie öfters in letzter Zeit. Und es ist doch wieder voll geworden hier. Ja, was haben wir die letzten Jahre hier gesehen? Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass es hier Weltraumvorträge gibt. Ein paar kleine Ausschnitte davon waren durchaus die Raketenmotoren vom letzten Jahr. Ihr erinnert euch, da hatte ich auch recht viel so von diesem herrlichen Raketenantrieb gezeigt, der auch irgendwann wieder landen kann. Und ich hatte auch gesagt, vielleicht klappt das irgendwann auch. Wie man sieht, mittlerweile haben sie es hingekriegt. Das Ding kann landen, diese Falcon 9. Und heute Abend wird um, ich glaube, 21.40 Uhr, wenn ich es richtig gesehen habe, wieder ein Start stattfinden. Oh, Entschuldigung, das war UTC, da stand nicht dabei. Danke für den Hinweis, war UTC, um 23.40 Uhr wird ein Start stattfinden und vielleicht können die auch wieder landen. Vielleicht können wir es auch hier irgendwo uns live anschauen, wie das so funktioniert. Bitte? Im blauen Salon, ist schon organisiert, sehr gut, ich liebe euch, wunderbar, eine Galaxis-Programmiernacht, auf jeden Fall. Was haben wir noch gemacht in letzter Zeit, in den letzten Jahren? Ich habe euch mal irgendwas über die Soyuz erzählt. Momentan unser einziges bemanntes Raumschiff war quasi das erste, naja, nicht ganz, also gab ein bisschen Vorläufer noch dazu, aber es ist momentan unser einziges bemanntes Raumschiff, mit dem wir halt irgendwie in den Weltraum fliegen können. Die ganzen anderen Geräte sind entweder eingestellt worden oder noch nicht so weit. Und das Ding ist jetzt auch schon seit über 60 Jahren im Dienst. Also wunderbares Teil einfach, erprobt läuft. Dann habt ihr noch mal einen Vortrag vor ein paar Jahren gehört zu Raumschiffe fliegen. Der war von Urs gewesen, wie er mal erzählt hatte, wie man so ein Raumschiff fliegt. Ne? Ihr erinnert euch an die Steuerknüppel und so weiter. Warum hat man zwei Joysticks im Raumschiff und nicht nur einen? Wenn nicht, ihr könnt das alles noch wieder nachschauen. Es gibt da so dieses schöne Portal mediaccc.de, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Da gibt es ganz, 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 ganz viele Vorträge von dieser Veranstaltung und anderen. Dann habe ich euch mal was über Raumstationen erzählt, so das Leben und Arbeiten auf einer Raumstation oder auch, wo man den Kühlschrank auf der ISS findet. Das ist übrigens die Mir, das ist nicht die ISS, nochmal ein Vorgänger davon. Die ISS hatte jetzt letztens übrigens irgendwie so, was war das, 1 Million Umrundungen oder so hingekriegt? Auf jeden Fall eine ganze Menge, wie die halt da im Weltall schon mal irgendwie durch die Gegend geflogen ist. Ich meine, die macht 16 Umrundungen am Tag, das läppert sich zusammen über einige Jahre. Und dann gibt es heute noch einen Vortrag zu Raumschiffe bauen, den hält Urs gleich. Im Anschluss ab 20 Uhr. Das sollte nicht passieren, das war übrigens die Challenger, das war 86 gewesen. Wir kommen da nachher nochmal drauf zurück. Die Challenger hat in meinem Teil auch einen gewissen Part mitzutragen gehabt. Wie gesagt, 20 Uhr, auch hier wieder in dem Medientheater. Nach einer kleinen Pause, nach meinem Vortrag, ist dann Urs halt dran. Ich glaube, der Urs-Vortrag wieder unterhaltsamer als meiner. Hoffe ich. Ich kann das nicht wieder Unterhaltung. Thema Weltraumkommunikation. Das Ding ist riesig, das Thema. Ich habe ein paar kleine Ausschnitte rausgenommen. Ich glaube, man könnte damit irgendwie 3 Semester füllen, mindestens. Täglich. 5 Stunden. Ich habe einfach ein paar Sachen rausgenommen, wo vielleicht ihr auch mit zu tun habt. Ich meine, fast alle von euch machen Weltraumkommunikation, bewusst oder unbewusst. Wer hat fürs Fernsehen eine Satellitenschüssel zu Hause? Ja, doch schon oder noch einige. Ich glaube, das waren früher mal mehr. Also heutzutage so über Kabel und terrestrisches Empfang sind es dann halt auch weniger geworden. Wer hat ein Satellitentelefon? So richtig schön so, wow. Wow, es gibt doch ein paar, die ein Satellitentelefon haben. Okay. Aber wer von euch nutzt ein GPS? Okay. Ich sehe, ihr seid Experten für Weltraumkommunikation. Ich kann hier einstellen. Womit fing das Ganze an? Ihr erinnert euch an das Teil? Wer war live dabei? Das ist Sputnik 1. Diese komische kleine Blechbüchse, die kleine Kugel, die da halt
1957 am 4. Oktober gestartet wurde. War auch nicht riesig, das waren halt nur so 58 Zentimeter, 83,6 Kilogramm, also ein bisschen Gewicht hat das Teil schon gehabt. Sputnik steht übrigens für Russisch, das heißt einfach nur Begleiter und ist heutzutage ein Synonym für Satellit. Also auch in russischsprachigen oder slawischsprachigen Ländern wird auch Sputnik einfach für Satellit verwendet. Das hat so eine eierige Bahn gehabt. Ich meine, es war generell der erste Begleiter der Erde, der gestartet wurde, also der erste künstliche. Wir haben da so einen Mond, der hängt schon ein bisschen länger da oben rum. Wir haben auch ein paar andere Trabanten, die da irgendwo rumhängen. Aber das ist der erste künstliche, der von Menschen gestartet wurde. Ich flog auch nicht allzu hoch, 215 Kilometer bis 939 Kilometer. Hat so eine leichte Bahnneigung von 65,1 Grad gehabt. Das hat so fast alle bewohnten Gebiete der Erde abgedeckt. Das heißt, dass alle mal irgendwie in den Genuss kamen, das Teil hören zu können. Zumindest wenn sie irgendwie einen Funkempfänger für 20,005 MHz oder 40,003 MHz hatten, dann gab es dann so ein nettes kleines Piepsen, was ihr bestimmt auch schon mal irgendwie gehört habt, was er halt einfach rausgesendet hat. Das Piepsen kam alle 300 Millisekunden. Und es war im Grunde eine kodierte Übertragung für die Temperatur und den Druck. Sprich, wenn die Temperatur innerhalb des Satelliten über 50 Grad gestiegen ist, dann gab es ein anderes Piepsen, ein etwas helleres oder von der Tonhöhe höheres. Wenn es unter 0 Grad gefallen wäre oder einen Druckabfall gegeben hätte, dann wäre das einfach tiefer gewesen. Super Kodierung, hat aber funktioniert. Lange war er nicht oben, ist nach 92 Tagen verglüht, aber es war zumindest mal ein Anfang und es wurde einfach mal ausgetestet, wie weit das Teil halt reicht und wie viel man damit machen kann. Das Ganze hat dann noch so ein bisschen Krise ausgelöst, diese Sputnik-Krise und auch diese Sputnik-Angst. Sprich, wenn überhaupt erst Satelliten gestartet werden können, dann können ja auch Interkontinentalraketen gestartet werden, die überall irgendwie runtergehen könnten wieder. Das war der eine Punkt, aber zum anderen gab es auch sehr viel dann Aufklärung in den Schulen in Richtung Wissenschaft rein, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Und ich glaube, viele von euch wüssten heute einfach nicht, wie generell Satelliten funktionieren, wenn es nicht damals halt so mitten in die Schulen reingekommen wäre, um dort diese Aufklärung auch zu machen. Ein anderes Projekt, was ich euch kurz mal vorstellen möchte, ist Pioneer 6. Der ist am 16. Dezember 65 gestartet und es sollte so Messungen machen der Sonnenaktivität so im interplanetaren Raum. Das heißt, dieser Satellit fliegt so zwischen Erde und Venus rum, der fliegt heute noch rum, der ist noch nicht mehr verschwunden und er war mal geplant so für 6 Monate. Lustigerweise konnte man am 8. Dezember 2000 immer noch Daten von dem empfangen, also so 35 Jahre später. Könnte heute auch noch klappen, das Problem ist aber, der hat so 10.600 Solarzellen drauf, die man hier so ein bisschen sieht am Rand und die lassen momentan oder die lassen seit ein paar Jahren halt einfach ab von der Leistung her. Das heißt, dass der nicht mehr so gut funktioniert. Könnte aber sein, wenn man irgendwie große Schüsseln drauf ausrichtet und genau weiß, wo das Teil auch ist gerade, könnte man den nochmal empfangen. Es gab in der Pioneer-Serie insgesamt 19 Satelliten, die zwischen 1958 und 78 gestartet wurden. Und ein paar könnte noch aktiv sein. Man weiß noch von Pioneer 9, der ist tatsächlich ausgefallen, aber so Pioneer 7 und 8, die waren baugleich zum Pioneer 6 auch, die 4 Stück, die könnten heute genauso noch empfangen werden. Ist auf jeden Fall faszinierend, dass das Teil einfach so lange funktioniert und heute auch noch Daten damit empfangen werden könnten. Der hatte auch noch ein Bandspeicherlaufwerk drauf für die Daten. Ja, es gab noch nicht wunderbare bessere Möglichkeiten, es gab halt ein Bandlaufwerk. Und auf diesem Bandlaufwerk konnten einfach Daten zwischengespeichert werden, um sie später dann halt übertragen zu können. Die Übertragungsgeschwindigkeiten waren auch wunderbar. So zwischen 8 Bit pro Sekunde und 512 Bit pro Sekunde. Ist ja eigentlich schon erdnaher Orbit, also es ist gar nicht mal allzu weit von der Erde entfernt, aber mehr gab es einfach noch nicht. Man ist auch bei den Satelliten weggegangen von diesem Sinuston, den man bei Sputnik verwendet hatte, mit den Messwerten, die dann entsprechend der Tonhöhe waren, ist man einfach mal weggegangen, weil es hat irgendwie nicht mehr skaliert. Also Problem war halt, man hat auch noch irgendwann Zeitschlitze eingeführt, das heißt irgendwie ab der und der Minute kommt halt der und der Messwert durch.
Hat aber nicht mehr so ganz funktioniert. Man ist dann halt hingegangen und hat Digitaltechnik dann auch verwendet. Es gab 4 Datenformate dafür, so wissenschaftliche Daten und Telemetrie, die übertragen werden konnten. Ein paar Operationsmodi, so Realtime, Telemetry, Storage, Duty Cycle und Memory Readout. Also Memory Readout ist halt quasi das Bandlaufwerk auslesen. Die mussten dann von der Bodenstation halt auch konfiguriert werden. Man musste halt also dem Satelliten sagen, so schiebe mal die Informationen des Bandlaufwerks rüber. War schon mal ein Anfang. Ein Projekt, was richtig interessant ist, wofür ihr auch sicherlich schon mal gehört habt, ist dieser Oldtimer, Voyager 2. Das Gerät ist 1977 gestartet. Gesehen habt ihr den schon mal, oder? Ja, ne? Und sollte das äußere Planetensystem erforschen. Bis zu dem Zeitpunkt in den späten 70ern sind halt nur mal ein paar Sonden so Richtung Venus und Mars aufgebrochen. Ab und zu vielleicht auch schon mal eine dann so Richtung Jupiter, aber mehr auch nicht. Das lag einfach daran, dass halt einfach Venus und Mars recht einfach zu erreichen waren. Merkur ist heute immer noch ein Problem, den zu erreichen. Hängt so nah an der Sonne. Wenn man sich ein bisschen vertut in der Bahn, dann fliegt man halt einfach in die Sonne rein. Die zieht ihn einfach an, ist ein bisschen blöd. Das heißt, Merkur ist heute immer noch relativ unerforscht. Aber Voyager sollte halt rausfliegen. Voyager 2 war auch der erste, der gestartet ist. Es gibt noch einen Voyager 1, habt ihr bestimmt auch schon mal von gehört, der ist erst 6 Tage später gestartet, hat ein anderes Zeitfenster gekriegt, hat auch nicht so eine herrliche Bahn erhalten wie der Voyager 2. Voyager 2 hat man immer wieder nachkorrigiert, also was geplant war, war den Jupiter zu besuchen in 1979, also 2 Jahre später, den Saturn zu besuchen und dann war eigentlich so Schluss mit der Lebenszeit. Hat man gesagt, okay, Primärmission, mehr brauchen wir nicht. Hat aber festgestellt, so, oh, das Ding funktioniert eigentlich recht gut. Wir könnten noch eine kleine Korrektur hier am Saturn machen und dann beim Uranus vorbeifliegen. Gesagt, getan. 1986 am Uranus angekommen, also 5 Jahre später. Noch eine Korrektur gemacht, so, weil der Neptun stand gerade günstig. 89 beim Neptun vorbeigeflogen. Dann hat man festgestellt, so, oh, die Systeme laufen ja noch. Was machen wir jetzt mit dem Teil? Na gut, es fliegt gerade irgendwie so aus unserem Sonnensystem mehr oder weniger raus. Ja, dann beobachten wir noch den Termination Shock. Also Termination Shock ist halt so der Bereich, wo der Sonnenwind auf interstellares Gas trifft. Das heißt, wo der Sonnenwind dann nicht mehr wirkt und das interstellare Gas, was halt so auf unser Planetensystem hier reinfliegt, das hat dann halt die Oberhand. Ein Termination Shock hat Voyager 2 auch, ich glaube, 4 oder 5 Mal passiert. Also ist immer wieder rein und raus geflogen, das konnte man auch schön messen. Also selbst die Messgeräte, die da drauf installiert waren, waren für diese Messung ausreichend und konnte damit dann halt einige Messdaten mal zurückschicken. Ich meine, ist schon praktisch, wenn man auf einmal dann so, ja, 40 Jahre später merkt so, hey, wir können das Ding noch gebrauchen und können damit noch einiges machen. Und dann habt ihr vielleicht letztes Jahr mitgekriegt, dass der Voyager 2 in die Heliopause geflogen ist. Heliopause, das ist so die letzte Einwirkung des Sonnenwindes generell, wo halt einfach mal der Sonnenwind noch ein bisschen zu spüren ist. Das heißt, er ist zwar noch nicht aus unserem Sonnensystem draußen, da draußen gibt es immer noch Objekte, die von der Sonne in Anziehung gebracht sind. Aber es ist schon mal draußen außerhalb des Sonnenwindes. Macht dort gerade ordentliche Messungen und wenn wir den weiter fliegen lassen, ist er irgendwann in 40.000 Jahren mal durch die Oortsche Wolke durch. Können auch vielleicht 70.000 Jahre sein, man weiß ja nicht, wie groß die ist. Aber es ist schon sehr spannend, dass das Gerät jetzt nach 48 Jahren, dass das Gerät jetzt nach 39 Jahren immer noch wunderbar funktioniert. Und es soll bis 2025 auch in Betrieb bleiben, man hat es immer noch weiter verlängert. Denn bis dahin reicht das kleine Atomkraftwerk da drauf, um noch Energie zu liefern. Und man möchte auch bis dahin noch in Kontakt bleiben. Ja, das sind dann 48 Jahre Missionszeit. Ich meine, wer hat damit gerechnet? Also ne, stellt euch einfach mal vor, ihr würdet jetzt irgendwie so einen Satelliten starten oder anfangen zu bauen, baut ihn 10 Jahre und dann 48 Jahre drauf. Ob ihr das dann noch erleben dürft, ist sehr fraglich. Was hat Voyager für Datenraten? Die sind eigentlich recht interessant. Das Teil wurde gestartet, um Jupiter zu erkunden. Und bis Jupiter konnte man so mit 115 Kilobit pro Sekunde
über die 64-Meter-Schüssel des Deep Space Networks Daten empfangen oder auch Daten in dieser Geschwindigkeit hochsenden, aber so halt Bilder empfangen war halt in dieser Geschwindigkeit möglich. Dann wurde das Teil ja rübergeschickt zum Uranus und beim Uranus waren dann nur so 7,2 bis 9,6 Kilobit pro Sekunde möglich. Man hat dann halt andere Antennen auch genommen, dann konnte man auch bis 21,6 Kilobit gehen. Man hatte Antennen teilweise einfach zusammengeschaltet, dann klappte das ganz gut. Und als das so Neptun weiterflog, hat man das ganze Teil umkonfiguriert. Man hat quasi während des Fluges komplett neue Software draufgefahren, ein paar neue Möglichkeiten mit reingesetzt und konnte dann beim Neptun wieder mit mehr als diesen 7,2 Kilobit arbeiten. Man muss halt bedenken, halt, je weiter so ein Satellit weg ist, umso schwieriger wird es, die Daten zu übertragen einfach. Das ist das große Problem dahinter. Das heißt, im Grunde habe ich weniger Bandbreite. Ich meine, ihr kennt das von zu Hause, je weiter ihr irgendwie von eurem herrlichen DSL-Verteilerkasten weg wohnt, dem Glasfaserkasten, wie wir alle wissen, umso langsamer wird halt einfach die ganze Verbindung. Und man hat dann ein paar Sachen halt optimiert und derzeit sind wir so bei, naja, 160 Bit pro Sekunde. Maximal 1,4 Kilobit. Und es gibt so eine Latenzzeit von etwa 30 Stunden. Die kann man auch wunderbar auf der Webseite abrufen. Das ist die Missionswebseite von den Voyager. Und dann seht ihr, dass halt Voyager 1 zum Beispiel, der ist ein bisschen weiter draußen, der hat ein bisschen anderen Speed gekriegt, ist nicht an so vielen Planeten vorbeigeflogen. Und Voyager 1 ist gerade ja, von der Erde entfernt, 134 astronomische Einheiten, das ist der Abstand Sonne-Erde oder auch halt in Kilometern. Was sind das? 20 Milliarden, 86 Millionen und so weiter und so fort, Kilometer. Der Rest ist schon relativ uninteressant und hat eine Roundtrip-Zeit für die Signalübertragung von 37 Stunden. Das ist Voyager 1. Das heißt, wenn ich jetzt ein Signal dahin sende und sage, dreh mal die Steuerdüsen, wird ich in 37 Stunden eine Information zurückkriegen, ja, Steuerdüse gedreht. So lange braucht das mittlerweile. Voyager 2 liegt halt so bei 30 Stunden. Hat halt, wie gesagt, andere Bahn gehabt, fliegt ein bisschen anders. Ändert sich auch immer wieder im Laufe des Jahres. Es kann auch mal sein, dass die Zeit wieder kürzer wird. Kommt immer darauf an, wo die Erde gerade in Relation zu dem Satelliten steht. Dass wir halt gerade irgendwie auf den Satelliten wieder zufliegen oder wegfliegen mit der Erde. Was hat das halt für Software-Updates gekriegt? Man hat zum Beispiel auf dem Flug zum Neptun rüber, hat man die Reed-Solomon-Fehlerkorrektur, also Fast-Forward-Correction mit eingeführt. Das hat einiges an Bandbreite gespart. Also beziehungsweise man konnte dann halt einfach wissen, ob die Daten sauber übertragen wurden, anstatt nochmal Daten erneut senden zu müssen. Man hat eine fehlerbehaftete Bildkomprimierung oder verlustbehaftete Bildkomprimierung, nicht fehlerbehaftete, verlustbehaftete Bildkomprimierung eingeführt, dass man halt 3 Bit statt 8 Bit pro Bildpunkt verwendet. Konnte alles umgeändert werden auf dem Gerät, was schon bestand und einfach durch die Gegend geflogen ist. So 10, 15 Jahre später. Das heißt, wenn jetzt oder die Bilder, die aus dem Uranus-System gesendet wurden, wie zum Beispiel jetzt das Hintergrundbild hier, so Sonnenaufgang bei Uranus, so ein Bild hat 104 Sekunden gebraucht für die Übertragung. Und das, obwohl ich nur ein Viertel der Datenrate im Gegensatz zu Jupiter hatte. Stimmt gar nicht, zu Neptun hatte. Nee, Neptun, Uranus, irgendwie. Hab die Relation nicht dazu geschrieben, sorry. Auf jeden Fall, es war ursprünglich ein Viertel der Daten, oder ich habe jetzt ein Viertel der Datenrate zu dem, was ich vorher hatte vom vorigen Planeten und ich kann trotzdem noch Bilder in relativ guter Geschwindigkeit halt übertragen. Wie wurde die Übertragung gemacht? Es gab Bildfehler sind vorprogrammiert in dieser Präsentation. Da müssen ab und zu mal so kleine Pixelfehler drin sein, dass ihr was nicht lesen könnt oder so. Das muss so. Voyager 2 hat eine 3,7 Meter Parabolschüssel drauf. Das ist das große Ding hier oben. Mit einem Empfänger fürs S-Band, das sind 13 cm. Wellenlänge oder 2,3 Gigahertz. Das ist das Band, was verwendet wurde, Gigahertz-Technik einfach. Und hat noch zusätzlich eine zweite Schüssel für das X-Band mit 3,5 cm Wellenlänge. Die ist
oben drauf montiert, sieht man jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ich habe nochmal nachher ein anderes Bild, wo halt auch so gesteckte Antennen montiert werden. Das wird relativ häufig gemacht. X-Band sind 8,3 GHz. Und dann hat das Teil noch ein Bandlaufwerk auch als Zwischenspeicher gehabt, für 64 Kilobyte. Ein riesen Bandlaufwerk. Das Dumme war, man wollte ja später, also oder je länger oder je weiter man draußen ist, umso schlechter kommt die Sonne auch rüber. Das heißt, für gute Bilder müssen diese länger belichtet werden. Länger belichtet heißt, länger die Blende offen haben, also den Shutter offen haben quasi. Nur es mussten ja die Daten aufs Bandlaufwerk gespeichert werden. Sprich, einmal den Shutter aufmachen, Bandlaufwerk läuft an, gibt der ganzen Sonne einen kleinen Ruck und man hat direkt Schmiereffekte drauf. Was wurde gemacht, um das Ganze nochmal zu beheben? Es wurde dann ausgetestet, ob die Steuerdüsen verwendet werden können, um in dem Moment, wo das Bandlaufwerk angeschmissen wird, gegenzusteuern, einen 5 Millisekunden Schub zu geben, damit das Bild stabilisiert wird. Die Steuerdüsen waren ursprünglich aber nur für 10 Millisekunden ausgelegt. Und so hat man dann halt am Boden mit einer zweiten Voyager-Sonne, die halt noch am Boden stand, wurde einfach mal das Ganze ausgetestet, kann man die auch für 5 Millisekunden zünden und es funktionierte und man hat es dann einfach als Software-Patch mit eingespielt und gesagt, so, okay, bei Langzeitbelichtung gibt man einen Steuerdüseneffekt hinterher, damit das ganze Teil sich jetzt nicht einfach in schlechten Bildern halt ergibt hinterher. Problempunkt war dabei, dass eigentlich konnte die Schüssel auch von dem unteren Teil mit den ganzen Messgeräten separat bedient werden. Das ist aber irgendwo auf dem Flug zum Neptun, hat sich das irgendwie festgefressen und konnte dann auch nicht mehr gedreht werden. Das heißt, man konnte jetzt auch nicht mehr gleichzeitig ein Bild schon mal übertragen, während es gemacht wurde. Das wurde auch schon gemacht, dass man halt einfach eine Realtime-Übertragung gemacht hatte, ohne es zwischenzuspeichern. Mit den Zwischenspeichern oder mit der Möglichkeit, dass ich jetzt nicht mal die Antenne drehen kann, muss ich das Bandlaufwerk verwenden. Das war halt das Problem dahinter. Kommen wir mal zum Punkt Latenzzeiten. Ich habe die ja schon immer wieder angesprochen. Ihr kennt die Lichtgeschwindigkeit. Das sind so diese knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ist ein bisschen genauer. 300.000 reichen aus, ich bin Ingenieur, das reicht da. Für mich ist es auch Pi 3, von daher geht das. Und warum nehmen wir die Lichtgeschwindigkeit? Denn Daten, die ich übertrage, oder beziehungsweise elektromagnetische Wellen, breiten sich im Vakuum genauso schnell aus wie das Licht. Deshalb können wir auch die Lichtgeschwindigkeit an der Stelle verwenden. Wenn ich ein anderes Medium habe, ist ähnlich wie das Licht, breitet sich ja auch mit anderer Geschwindigkeit aus. Aber Weltall ist annähernd Vakuum. Dementsprechend können wir auch die Lichtgeschwindigkeit da für die Berechnung verwenden. So eine Roundtrip-Zeit wäre dann halt quasi zweimal der Abstand durch die Lichtgeschwindigkeit, also Abstand von in der Regel die Erde zu dem Satelliten. Nehmen wir mal als Beispiel Erde zum geostationären Orbit. Und zur Erde zurück, geostationärer Orbit liegt bei 35.768 Kilometern, grob 36.000. Wenn ich das durch Lichtgeschwindigkeit teile, mal 2 nehme, komme ich auf 240 Millisekunden Latenzzeit. Das kennt ihr, glaube ich, auch alle, wenn ihr da mal irgendwie so ein Satellitenfernsehprogramm empfangt. Hängt das halt so 240 Millisekunden zurück, beziehungsweise eigentlich noch ein bisschen mehr, weil noch ein bisschen mehr Technik drin hängt, die auch mal umsetzen muss und so weiter. Aber wenn ihr halt so früher das analoge terrestrische TV, was es heute nicht mehr gibt, daneben gehalten habt, so Satellitenfernsehen, war dann immer diese Latenzzeit einfach mit drin. Auch so ein bisschen die Erklärung, warum beim Fußball die Tore unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten einfach fallen. Heute kommen auch mehr Faktoren dazu, wenn man so DVB-T noch mit reinrechnet und vielleicht noch irgendwie Kabel-TV und was weiß ich noch alles. Können auch noch mehr Sekunden dazwischen sein, aber das war schon damals halt auch wirklich so der Punkt, so die 240 Millisekunden am Ausgleich, dass andere schon angefangen hat zu jubeln, als ich das gesehen hätte. Aber das geht noch. 240 Millisekunden kann ich auch noch mit irgendwie live telefonieren, ohne dass ich irgendwie große Probleme damit kriege. Das ist noch in Ordnung.
Nehmen wir mal den Mond. Ich schicke ein Signal von der Erde zum Mond und wieder zurück. Der Mond ist ungefähr in zehnfachem Abstand zum geostationären Orbit, im Mittel so 384.400 Kilometer weit entfernt, eiert auch ein bisschen rum, mal näher, mal weiter weg, kann auch mal die 400.000 Kilometer überschreiten. Wenn ich das rumrechne, dann komme ich so auf 2,56 Sekunden. Signal, das ich hier zum Mond schicke und wieder empfangen möchte vom Mond, dauert halt 2,56 Sekunden. Das reicht schon nicht mehr so ganz aus, um so einen Raumsonde live steuern zu können. Denn der kleine Hügel aus dem Krater, der da irgendwann mal vor Jahrmillionen entstanden ist, der ist dummerweise schon da, bis ich das Bild sehe oder bis ich dagegen gesteuert habe. Das heißt, die Geräte müssten dann schon so weit autonom arbeiten können, ohne dass ich eine Person davor sitzen habe, die die ganze Zeit mit dem Joystick live irgendwie steuert. Das geht schon mal nicht. Beliebter Filmfehler übrigens. Müsst ihr mal darauf achten, so Mondlandung und so weiter, von der Erde aus halt irgendwie steuern. Vergesst es, klappt nicht. Noch ein beliebter Filmfehler ist natürlich irgendwie Roboter auf unserem einzigen Planeten im Sonnensystem, der komplett von Robotern besiedelt ist, live zu steuern. Dem Mars. Ich weiß nicht, wie viele fahren da gerade rum. 4, 5, manche haben sich festgefressen, aber okay, ein paar sind da auf jeden Fall. Da ist die Roundtrip-Zeit oder die Latenzzeit ist ja noch ein bisschen anders. Der Mars hängt außerhalb von der Erde. Also wir haben hier so irgendwo eine Sonne in der Mitte, die Erde dreht sich drum herum und der Mars hängt nochmal weiter draußen, hat dummerweise auch eine etwas andere Zeit. Also wir haben ja ein Jahr quasi, um uns um die Sonne zu scrollen. Der Mars hat irgendwie ein bisschen länger, so 1,5 Jahre in etwa, ganz grob. Das heißt, es kann auch mal vorkommen, dass ich mit der Erde hier hänge und der Mars auf der anderen Seite der Sonne hängt. Das heißt, ich habe ganz unterschiedliche Entfernungen. Letzte Woche beispielsweise, letzten Sonntag, war der Mars am nächsten zur Erde. Das passiert so alle 2 Jahre. Ist auch ein bisschen unterschiedlich von der Entfernung her. Dadurch, dass wir die Erde, also sowohl die Erde als auch der Mars halt einen eher eiförmigen Orbit hat, kann es halt einfach mal sein, dass der Mars da ein bisschen näher dran hängt und dann wieder in Intervallen abnimmt. Wir haben jetzt die zweitnächste Entfernung gehabt. In 2 Jahren wird die nächste Entfernung sein, also wirklich so nah, wie er dann für ein paar Jahre nicht mehr zur Erde sein wird. Dennoch, das sind 55,76 mal 10 hoch 6 Kilometer. Wenn ich das wieder mit der Lichtgeschwindigkeit teile, mal 2 nehme, komme ich auf 3 Minuten Roundtrip-Time. Signal zum Mars schicken, 3 Minuten warten, automatische Antwort von dem System kommt zurück. Roboter steuern ist da nicht möglich. Noch toller ist es, wenn der hinter der Sonne steht, von uns aus betrachtet, von der Erde. Dann habe ich einmal die astronomische Einheit, also ne, Abstand Erde-Sonne, plus nochmal den Abstand von Sonne-Mars hinzu. Das sind 1,52 astronomische Einheiten. Astronomische Einheit, das sind hier diese 227,996 Kilometer. Das sind, wenn man es ausrechnet, 1918 Sekunden oder ungefähr 32 Minuten. Ganz davon abgesehen, wenn der Mars tatsächlich hinter der Sonne steht, kann ich eh kein Signal dahin senden, da zum einen die Sonne im Weg ist und zum zweiten sehr starke Signale einfach mal auch gebremst werden oder geblockt werden durch die Sonne. Das heißt, ich habe dann so 2, 3, 4 Wochen in etwa, wo ich keines der Systeme auf dem Mars erreichen kann. Die müssen dann irgendwie in so einen Schlafmodus versetzt werden und dann kann ich erstmal wieder irgendwelche Signale empfangen oder auch hinsenden. Ich sprach vorhin immer wieder mal von Bändern. So X-Band, S-Band. Was ist das überhaupt? Hat schon mal jemand von diesen Bändern was gehört von euch? Wer hat davon gehört? Wer weiß, in welchen Frequenzbereichen diese Bänder arbeiten? So zögerliche 2 bis 3 Hände. Okay. Ja, so stand ich auch davor. Was heißen eigentlich diese komischen Bänder? So S-Band, X-Band, KU-Band. Grundsätzlich kann man aber sagen, je höher eine Frequenz ist, umso größer ist auch die nutzbare Bandbreite bei gleicher Antenne. Denn wenn ich einfach mal vom Frequenzbereich höher gehe, kann ich mehr Bandbreite versauen, ohne dass ich rechts und links daneben die
andere Frequenzen dicht mache. Deshalb ist aktuell der Trend dazu, immer zu höheren Frequenzen zu gehen, um mit mehr Bandbreite arbeiten zu können und dadurch halt mehr Informationen auch reinstecken zu können. Komprimieralgorithmen reichen da auch nicht aus, sind ja in der Regel verlustbehaftet. Dementsprechend werden einfach dann höhere Bänder genommen, um mehr machen zu können. Satelliten an sich arbeiten primär so im Gigahertz-Bereich. Es gibt aber auch halt Satelliten, die ja auch im Kurzwellenbereich arbeiten, aber dann schon höheres Kurzwellenbereich, so 10 Meter Band. Oder was wir vorhin gesehen haben, auch 20 Megahertz, der Sputnik, der halt gearbeitet hatte. Das war sogar noch ein höheres Kurzwellen, also nein, noch ein tieferes Kurzwellenband. Viele Satelliten, so Wettersatelliten und so weiter, arbeiten auch noch im UHF-VHF-Bereich, sprich so bei 145 Megahertz so in der Ecke rum oder bei 430, 440 Megahertz. Das sind so Satelliten, die kann ich auch noch mit so einem Handfunkgerät irgendwie empfangen, ist überhaupt kein Thema. Die ISS kriege ich damit auch rein, falls jemand eine schöne Frequenz sucht, 145,8 Megahertz, einfach mal einstellen. Und da könnt ihr dann Glück haben, dass ihr vielleicht mal irgendeinen Satelliten hört, der da vorbeikommt. Ganz gerne auch mal irgendwie die ISS. Kann auch mal sein, dass gerade irgendein Kosmonaut darüber redet. Die haben halt auch irgendwie Amateurfunk da oben drauf. Es gibt aber noch ein paar kleine andere Amateurfunksatelliten, so kleine CubeSats insbesondere. Die senden dann auch mal Telemetriedaten darüber. Ist dann meistens ein FM halt irgendwie versteckt. Einfach so auf FM schalten und dann kriegt ihr auch mit irgendwie, ja, die schweben da so in 200, 300 Kilometern Höhe. Senden so mit einem halben Watt Leistung. Ist ungefähr so viel wie, nee, euer WLAN macht nur 100 Milliwatt. Naja, fünfmal so viel wie euer WLAN so ungefähr. Mobiltelefon, gut, Mobiltelefone zwischen halben Watt und 4 Watt irgendwie. Die alten haben noch 4 Watt gemacht, aber ungefähr in dieser Leistungskategorie über 200 Kilometer. Okay, ihr habt nichts dazwischen, freier Himmel. Könnt ihr die Sachen noch empfangen? Zu den Bändern. Hier eine kleine Auflistung. Das ist eine Liste von der ITU, die International Telecommunication Union. Die haben das Ganze mal vereinheitlicht. Eigentlich sind die Bänder, oder ursprünglich waren die mal so mit irgendwelchen Kommazahlen noch hinten dran, aber die sagen jetzt einfach, das L-Band geht von 1 bis 2 Gigahertz, das S-Band 2 bis 4 Gigahertz, C 4 bis 8, X 8 bis 12, dann kommt das KU bis 12 bis 18, K-Band 18, 27, KA-Band 27, 40 und das W-Band 80 bis 110. Wie kam es zu den Namen? Es gab im Zweiten Weltkrieg schon Radartechnik. Radartechnik läuft auch im Gigahertz-Bereich. Und um so ein bisschen Verschleierung zu machen, wurde dann einfach irgendwelche zufälligen Buchstaben verwendet und hat gesagt, so okay, das läuft jetzt alles im S-Band. Mehr steckt da auch nicht hinter. Es werden einfach irgendwelche zufälligen Buchstaben genommen. Man nimmt an, dass L für Long steht, S für Short steht, C für Compromise, K für kurz, dann gab es halt noch kurz unten und kurz oben oder kurz anderes, keine Ahnung, wie auch immer. Mehr steckt da echt nicht hinter. Es wurde einfach weiterverwendet. Also es wurde wirklich einfach weiterverwendet für auch die ganze Kommunikation mit Satelliten. Die Bänder werden heute immer noch verwendet. Ich spreche tatsächlich mehr in Frequenzbereichen oder in Wellenlängen. Techniker, die Satellitenzeugs machen, die reden halt mehr von den Bändern. Gut, andererseits sagen wir natürlich auch Kurzwelle und UHF, VHF ist halt einfach die logische Fortführung davon. Das W-Band hier unten gibt es übrigens noch keinen keinen kommerziellen Einsatz dafür, aber das wird gerade recht interessant, weil halt einfach mal große Bandbreiten da sind. Ihr seht, das sind insgesamt 30 Gigahertz, die verwendet werden können. Das heißt, ich könnte alle Informationen, die ich hier schon bis zum KU-Band, nee, bis zum K-Band irgendwie unterkriege sogar. Die könnte ich alle da oben reinsetzen. Letzte Frage aus dem Publikum. Zwischen KA und W ein Drop ist, der ist nicht ausgefüllt tatsächlich. Also diese 40 bis 80 Gigahertz sind nicht durch die ITU zugewiesen. Die ITU, die trifft sich so alle 3 bis 4 Jahre zu Konferenzen. Das haben die jetzt im letzten November das letzte Mal gemacht und da war auch tatsächlich im November die Frage, wie wird mit weiteren Satellitenfrequenzen umgegangen. Und seitdem ist auch das W-Band für kommerzielle Projekte
möglich. So schnell hat aber noch keiner irgendwie einen Satellit hochgekriegt. Es wird erstmal dran geforscht und entwickelt, um da irgendwie Daten oder überhaupt Technik dafür hinzubauen. Meistens scheitert es schon an der Technik, entsprechende Antennen dafür zusammenzubauen. Denn je höher die Frequenz, umso kleiner muss die Antenne sein, außer man hat irgendwelche lustigen Effekte, wie man es halt irgendwie noch machen könnte. Ein paar Beispiele. GPS verwendet diese Frequenzen im L5-Band oder im L-Band, halt L5 wäre so 1175,45 MHz bis irgendwie 1381,05 zum Beispiel. Iridium-Satelliten liegen so bei 1616 MHz, 1626,5 MHz. Wer war auf dem Camp von euch? Wer hat so ein Ding gekriegt? Jetzt wisst ihr, was ihr mal einstellen könnt. Wenn ich mich nicht täusche, gab es da auch so eine schöne kleine Beispielapplikation, um irgendwie bestimmte Satellitenfrequenzen empfangen und zu dekodieren. Schaut einfach mal rein, vielleicht könnt ihr was Lustiges empfangen. Selbst mit so einer kleinen Antenne oder der aufgedruckten könnt ihr schon was empfangen. Im Zweifel halt irgendwie die aufgedruckte für 2,4 GHz, also irgendwas aus dem S-Band raussuchen und schauen, ob ihr irgendwie Satellitendaten empfangen könnt. Am besten ins Freie gehen dafür, draußen auf die Wiese legen, hinlegen, gucken. Vielleicht könnt ihr irgendwas Lustiges damit machen. Es gibt übrigens, weiß ich, war da heute schon der Workshop, SDR-Programmieren, oder ist der morgen? Morgen. Morgen, Workshop, SDR-Programmieren, geht da hin, legt euch draußen auf die Wiese und guckt, was ihr damit machen könnt. Vielleicht könnt ihr irgendwelche Satelliten auseinandernehmen. Ansonsten Wetterfax halt irgendwie mit einer anderen angebauten Antenne, 145 MHz irgendwo in der Ecke rum, könnt ihr auch Wetterfax-Daten reinkriegen, dann könnt ihr die Wetterbilder sehen, bevor sie abends im Fernsehen kommen. Hier ist noch eine Frage gewesen, oder hat es schon erledigt? Warum die Antennen kleiner sein müssen, wenn man höhere Frequenzen da rankommt. Ich komme gleich nochmal auf Antennen zurück. Gute Frage, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Der Vollständigkeit halber, Fernsehen, so das klassische Fernsehen, was man über die üblichen Fernsehsatelliten auf 19,2 Grad Ost oder sonst wo auch immer empfängt, liegt so im Frequenzbereich zwischen 12 und 18 GHz im Uplink, also da, wo die Daten halt hochgeschickt werden, und im Downlink so zwischen 11,7 und 12,95 GHz. Ist übrigens ein tatsächlich technisches Problem. Gibt also schöne Papers darüber, wie halt die Sicherheit von Satelliten auch gewährleistet werden kann. Insbesondere, da die Dinger da oben rumschwirren oder vielleicht im geostationären Orbit stehen und im Grunde alle den erreichen können. Wie kann sichergestellt werden, dass nicht eine unbefugte Person einfach mal auf dieses Frequenzband irgendwie Daten reinschiebt? Tatsächlich, Satelliten, in der Regel ist die Verbindung dazu auch verschlüsselt, bis auf ganz alte Systeme. Und da kann es auch mal vorkommen, dass dann irgendwie einzelne Leute so einen Satelliten übernehmen. Also falls ihr dann irgendwann mal einen Satelliten übernehmen wollt, hier ist euer Tool dazu. Baut die passende Antenne. Viel Spaß, macht aber keinen Unsinn und lasst alle Menschen leben, baut was Tolles da draus, entdeckt neue Daten oder entdeckt neue Planeten, entdeckt irgendwie lustige Sachen, macht was draus, wenn ihr Satelliten übernehmen könnt. Thema Antennen. Eine Antenne ist immer nur auf einer Frequenz gut. Das ist so eine Sache, die für fast alle Antennen stimmt. Ich habe da vorne gerade schon irgendwie Kopfwackeln gesehen. Es gibt Antennen, die natürlich auch mehr Frequenzen bearbeiten können, aber in der Regel kann man sagen, eine Antenne ist immer nur für eine Frequenz gut. Deshalb gibt es auch immer so viele verschiedene Antennen. Das ist übrigens so eine typische Antenne, mit der Satelliten auch angesprochen werden, die im Hintergrund da so rumsteht. Man kann sie dann auch noch schön bewegen. Komme ich gleich drauf, wie das Ding funktioniert. Ganz klassisch eine Antenne, oh, ich liebe diese Grafik, ist eines der besten, tollsten animierten GIFs aus der Wikipedia, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Superschön. Was ist eine Antenne? Eine Antenne ist nichts anderes als ein Schwingkreis. Ein Schwingkreis ist eine Spule mit einem Kondensator und wir gehen einfach nur hin und ziehen den Kondensator auseinander, um dann zum Schluss in diesem herrlichen Bild mit den ganz vielen Kreisen ein elektrisches und ein magnetisches Feld zu erhalten, wodurch mein elektromagnetisches Feld erzeugt wird, was dann Daten übertragen kann. Ein Dipol-Antenne leicht erklärt. Jetzt wisst ihr es. Die macht aber nicht viel Gewinn.
Das heißt, ich kann damit zwar Daten aussenden, ich kann damit auch irgendwelche Sachen empfangen, ist aber nicht optimal, weil die halt einfach in alle Richtungen raus sind. Ihr seht, es ist ein Rundstrahler, geht einfach in alle Richtungen. Das heißt, meine Energie, die ich reinstecke, muss ich in alle Richtungen reinstecken. Ich möchte aber ja nur einen bestimmten Satelliten erreichen. Dann wurde ein bisschen rumexperimentiert und es wurden andere Antennen entwickelt. Beispielsweise so ein Kreuzdipol. Der hat schon mal den schönen Vorteil, dass ich sowohl horizontale als auch vertikale Polarisation damit empfangen oder auch senden kann. Problem ist, bei Satelliten, die halt irgendwo oben rumschwirren, müssen durch unsere Erdatmosphäre durchgehen. Die Erdatmosphäre hat so etwas Lustiges wie den Faraday-Effekt. Das heißt, dass die Atmosphäre, die Ionosphäre, dafür sorgt, dass Strahlen, die halt reinkommen, teilweise gedreht werden können. Bis zu 90 Grad. Das heißt, ich kann teilweise Signale gar nicht mehr empfangen. Mache ich einfach zwei Dipole dahin, Kreuzdipol. Das heißt, ich kann auch beide Polarisationsrichtungen empfangen. Ich kann aber auch hingehen und ein Dipol ein wenig optimieren zu einer sogenannten Yagi-Antenne. Yagi-Antenne heißt, ich habe ein Dipol hier hinten, den ich speise, da kommt man mit einem Signal rein, da sieht man auch das Kabel dahin gehen. Und dann habe ich so passive Elemente, so ein Reflektor hinten, der in einem bestimmten Abstand zu der Wellenlänge halt existiert, plus vorne noch so ein Reflektor, Direktor und dann noch ein paar mehr. Ich kann die auch ganz viele da vorne ranklemmen, dann können es auch mal durchaus 30 Meter lange Antennen sein. Und je mehr Direktoren ich vorne dran knalle, umso eine stärkere Richtwirkung erhalte ich. Rein passiv aufgebaut, einfach nur durch die Wellen, die da halt durchlaufen. Das Schöne ist, bei diesen großen Kurzwellenteilen sieht man noch, wie das funktioniert. Es gibt auch so logarithmisch-periodische Antennen, dann werden die massiv kürzer nach vorne raus. Die funktionieren aber auf ähnlichem Prinzip einfach. Und dann hat man halt ewig lange Yagi-Antennen quasi. Nachteil von denen ist, oder der Vorteil ist die Richtwirkung, Nachteil ist, dass die nur bis zu 2,5 Gigahertz verwendet werden können. Wir haben vorhin die Bänder gesehen, da komme ich ja gerade mal mit bis ins, was war das? S-Band, ne? Weiter komme ich auch nicht damit. Das heißt, so W-Band und so weiter kann ich komplett vergessen. Es gibt auch andere Antennen, eine Wendelantenne, was wir vorhin schon gesehen haben, die macht eine zirkulare Polarisation. Das heißt, ich lasse diesen Effekt der Polarisation oder der Polarisationsumkehrung durch die Atmosphäre raus, indem ich von vornherein direkt zirkular polarisiere. So, zirkulare Polarisationsantenne gibt es auch zum Beispiel hier. Das wäre eine. Sieht man jetzt so von der Seite. Ist halt auch einfach so eine Wendelantenne letzten Endes und sendet halt in alle Richtungen so quasi raus. Ich kann die aber auch mit der Richtwirkung verwenden, dann kann ich halt so eine Linksdrehen- oder Rechtsdrehen-Antenne, ähnlich wie die Joghurts. Und ich kann auch beide gleichzeitig verwenden. Das heißt, ich kann zwei Wendelantennen verwenden, um links- und rechtsdrehend gleichzeitig zu senden. Ich könnte damit auch zwei verschiedene Datenströme senden, ohne dass sie sich miteinander kombinieren oder beeinflussen. Vorteil von dieser Antennenart ist, ich kann damit stabile Verbindungen aufbauen zu Satelliten, wo ich deren Lage auch nicht kenne. So ein Satellit, der fliegt halt einfach um meine Erde irgendwie drumherum. Ich habe keine Ahnung, wie der gerade ausgerichtet ist, ob der vielleicht auch noch gerade eine Runde taumelt oder so. Ich kann aber damit einfach eine stabile Verbindung zum Satelliten mit aufbauen. Deshalb werden oftmals solche Antennen verwendet. Und dann gibt es natürlich noch die Parabolantenne, die meistens eingesetzt wird für Weltraumkommunikation. Das sind halt diese, in diesem Fall ist es ein großes Monster. Die kleineren, so 60 cm Schüsseln oder so, die hängen bei euch am Balkon. Reichen ja auch vollkommen aus dafür, um Daten empfangen zu können. Die funktionieren so, dass halt dieser Parabolspiegel hinten das Signal reflektiert und zu einem Empfänger gebündelt hinschickt. Das ist so eine Hornantenne als Empfänger einfach. Ist auch wieder spezielle Antennenempfangsprinzip. Nur, dass halt dort ein Hornempfänger und Hornantenne halt einfach drinsteckt. Was auch möglich ist, ist doppelte Reflexion zu machen, sieht man auf dem Bild auch so ein bisschen.
Signal geht rein, wird hier vorne nochmal reflektiert und hier unten ist der Empfänger überhaupt erstmal drin. Das heißt, nicht wie bei der Satellitenschüssel, die ich zu Hause habe, hängt vorne dann irgendwie so ein LNB dran, sondern der Empfänger ist halt unten eingebaut. Das ist auch ein bisschen größer bei diesen Antennen. Deshalb ist das unschön, den vorne dran zu bauen. Ist ähnlich aufgebaut wie so ein Teleskop, ne? Wo ich dann auch halt mehrmals über Linsen das ganze Signal bündle, also das Licht bündle in dem Fall. Die Teile haben halt eine sehr starke Richtwirkung und können dann halt dementsprechend ziemlich genau auf das Objekt ausgerichtet werden, um dort das Signal noch besser empfangen zu können oder auch ein Signal hinsetzen zu können, ziemlich genau. Ich lasse aber Antennen mal zu weit, da kann man auch stundenlang drüber erzählen. Ich lasse es mal. Wenn ihr da noch Fragen habt, kommt später auf mich zurück oder irgendwelche andere Funkamateure, die können auch was dazu erzählen. Gibt genügend hier. Ganz anderes Thema. Ich wollte es mit reinbringen, weil es auch interessant ist. Das Consultative Committee for Space Data Systems. Neues Kapitel. Schluck Wasser. Das ist ein Komitee, das 1981 durch die NASA und ESA gegründet wurde. Denn man hat so festgestellt, wir haben mittlerweile recht viele Objekte im Weltall. Dummerweise brauchen wir quasi für fast jedes Objekt eine einzelne Antenne, ein eigenes Datenprotokoll und so weiter und so fort. Siehe Voyager beispielsweise. Es muss heute noch die Technik einfach weiter mitlaufen, um die Daten von Voyager von vor hier 39 Jahren weiterhin empfangen und dekodieren zu können. Lass uns doch mal gemeinsame Kommunikationsprotokolle entwickeln, um auch gegenseitig Infrastruktur nutzen zu können. Ist doch völlig bescheuert, wenn wir alle selber uns riesengroße Schüsseln irgendwo hinstellen. Lass uns sie doch gemeinsam verwenden. Dementsprechend wurde halt dieses Consultative Committee for Space Data Systems erstellt. Und so deren erster Akt war unter anderem, dass sie erstmal Spacecraft-IDs vergeben haben. Sprich, jedes Objekt, was im Weltall gestartet wird, also zumindest von den assoziierten Institutionen, die dahinter hängen, das sind nicht nur NASA und ESA, sind mittlerweile einige mehr dazugekommen, kann sich eine Space Assigned Number oder bei der Space Assigned Number Authority eine Nummer für Spacecraft vergeben lassen. Die werden einfach durchnummeriert. Und ist halt eine Hexziffer, die einfach mit drin steht. Das heißt, wenn irgendwie ein Telemetriesignal rausgesandt wird, wird halt diese Nummer mitgesandt. Das heißt, ich kann auch erkennen, welche Spacecraft ist das überhaupt. Man hat anfänglich halt irgendwie nur so ein paar Bits verwendet, wurde dann später weiter aufgebohrt. Mittlerweile ist man bei Version 3 angelangt. Kann ein paar Bits mehr verwenden. Gut, früher waren Bits teuer, heute sind es immer noch so quasi in Raumfahrttechnik. Aber es ist nicht mehr so schlimm, wenn man jetzt anstatt 4 Bits auf einmal dann irgendwo mal 10 Bits verwendet. Das geht schon. Ein paar Beispiele. Rosetta hat so die 0x097. Das heißt, wenn man Telemetriedaten mit der Nummer 0x097 empfängt, dann ist das Rosetta. Philae hat, also dieses kleine Ding, was da auf den Kometen gelandet ist, hat selbst keine Spacecraft-ID, weil alle Kommunikation von Philae über Rosetta nur ablief. Das heißt, Philae könnten wir auf der Erde gar nicht direkt empfangen. ATV1 hat zum Beispiel 0x020 gehabt, Astra 5B hat die 0x2AE, ist halt, man sieht es auch vorne, ist schon eine höhere Nummer, ist auch relativ frisch gestartet, also vor 2 Jahren glaube ich erst, hat halt eine sehr, sehr hohe Nummer erhalten. New Horizon, die Sonde, die zum Pluto geflogen ist, 0x062, weil es schon, ich glaube, es war 2006 gestartet, 2003 beantragt worden. Und das Interessante ist, die Ariane 5 hat immer die 0x01a. Denn die ESA hat gesagt, es ist nie mehr als eine Ariane gleichzeitig im Start. Sobald das Ding halt einfach mal, gut, es kommt ja nicht zurückgeflogen, ist ja nur ein Startcenter, ist ja kein Landing Operation dort. Sobald das Ding halt verglüht ist, ist einfach diese Nummer auch wieder frei, so gesehen. Das Tolle ist, das Ding existiert halt komplett in Open Data Format. Man kann das sich irgendwie als XML-Dateien runterladen oder die komplette Liste durchgehen, auch schön sortieren lassen. Ihr habt so ein paar Beispiele jetzt hier dabei. Die ersten IDs, die vergeben waren, war so Astro SPAS irgendwie, mit welcher Version, welche Hexnummer, wer das sich beantragt hatte.
Und ist immer noch assigned. Also 26.01.1990 ist immer noch assigned. Manche werden auch zurückgegeben. Hier der, was ist das hier? Fuse ist wieder zurückgegeben worden beispielsweise. Aber da könnt ihr komplett einfach mal die ganze Datenliste auch irgendwie rausladen, falls ihr da mal irgendwie einen Scanner auf der Fensterbank stehen habt und einfach mal Daten mithorcht, könnt ihr auch sehen, welche Spacecraft das ist, was gerade halt irgendwelche Daten durchgegeben hat. Was hat das CCSDS noch gemacht? Es hat Zeitformate eingeführt, damit auch festgestellt werden kann, von wann sind diese Daten. Bedenkt die Latenzzeiten dazu. Falls jetzt einmal irgendwie ein Objekt, was am Pluto gerade herumfliegt, wie New Horizon, Daten sendet, braucht es halt irgendwie seine 4,5 Stunden, bis die Daten bei uns ankommen. Von wann sind tatsächlich die Daten gewesen, ist halt auch sehr interessant und sehr wichtig. Dementsprechend wurde dann halt die CCSDS Unsegmented Timecode eingeführt. Den gibt es auch nochmal als Day-Segmented Timecode oder als Kalender-Segmented Timecode. Der erste ist im Grunde ähnlich aufgebaut wie die Unix-Zeit, sprich Sekunden in einen 32-Bit-Zähler. Man hat den Fehler nicht nochmal gemacht, unsigned. Ab einem bestimmten Zeitpunkt. Warum unsigned? Bei der Unix-Timestamp ist nicht ganz klar, ob da signed oder unsigned ist. Das heißt, der Unix-Timestamp hat ja irgendwie das Problem, der zählt ab 1970 hoch und irgendwann im Jahr 2038 könnte sein, dass irgendwelche Programme mit der führenden 1 nicht klarkommen und denken, das wäre dann halt irgendwie Minus und würde dann irgendwie rückwärts zählen oder sonst was auch immer. Nee, in diesem Fall hat man gesagt, wir brauchen nicht irgendwelche alten Daten oder sowas in der Richtung, sondern fangen ab einem bestimmten Zeitpunkt an. Meistens ist es der Missionsstart. Das heißt, ich habe dann 136 Jahre, die ich halt einfach hochzählen kann, nach mir die Sintflut. Die NASA geht aber hin und macht bei ihren Missionen in der Regel als Startdatum den 1. Januar 1958. Warum? Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Bitte? Gründungsdatum der NASA, wann war das denn? 1. Oktober 58, aber 1. Januar hört sich besser an. Kann man besser rechnen. Das heißt, sie haben dann irgendwann im Jahre 2096, wenn ich nicht verrechnet habe, nee, 2094 ein Problem. Nach mir die Sintflut. Und da gibt es noch eine ganze Reihe an Protokollen, die rausgegeben wurden, die Space Communication Protocols. SCP, STP, FP, SP, NP. Die sind seit Mai 1999 entwickelt worden. Das erste ist quasi eine TCP-Erweiterung, die insbesondere die Punkte lange Delays beinhaltet. Ne, die großen Latenzzeiten, TCP, aber was hat das für eine Latenzzeit maximal, bis dann irgendwann weggeschmissen wird? Irgendwann wird es weggeschmissen, ne? Hohe Latenzen, irgendwann geht's weg. Hier dürfen die noch länger sein. Was auch noch mit eingebaut wurde, ist dann halt, dass auch eine hohe Anzahl Errors durchaus vorkommen kann. Und bestimmte Asymmetrien, die halt ne, von Signal, was rausgesendet wurde, zu empfangen und so weiter, ist alles mit eingebaut worden, ist aber komplett kompatibel zu TCP soweit. Ist auch im aktiven Einsatz, das heißt, Daten werden in der Regel darüber übertragen. Das zweite SCPS-FP ist eine FTP-Erweiterung mit mehr Effizienz, um halt irgendwie so, ja, zum Beispiel Daten innerhalb einer Datei abzudaten, während sie gerade schon runtergeladen wird. Das heißt, dass ich schon mal Daten runterladen kann. Ich kann sie ja trotzdem noch updaten, es geht. Und es gibt noch Integritätschecks während der Übertragung, was der FTP normalerweise nicht hat. Das nächste ist Security, ist ein Protokoll, was ähnlich ist zu IPsec. Das ist insbesondere für die Steuerdaten interessant. Ich sagte ja vorhin schon mal, in der Regel werden die Satelliten mit verschlüsselten Übertragungsmodi halt angesprochen, insbesondere was die Steuerung angeht. Die nutzen halt dieses SCPS-SP-Protokoll. Ich weiß nicht, ob da jemand schon mal irgendwie einen tieferen Blick drauf geworfen hat, welche Algorithmen dahinter stecken oder ob die erweiterbar sind oder ob auch Algorithmen in Satelliten ausgetauscht werden. Ihr kennt das ja von Webbrowsern, ab und zu hat man da so ein bisschen Probleme und so, vielleicht ist das bei Satelliten nicht ganz so der Fall. Viel Spaß. Bitte?
Ich weiß es nicht, wie es da tatsächlich ist beim Satelliten. Müsste mal angeschaut werden, vermutlich. Und das Letzte, was da steht, NP ist ein Ethernet-ähnliches, aber nicht kompatibles Protokoll, was halt auch an der Layer ist für weitere Protokolle, die obendrauf dann existieren, ähnlich wie Ethernet. Und dann haben die halt auch noch so Image Compression festgeschrieben oder auch halt die Fast Forward Correction mit dem Solomon Code, was wir vorhin schon mal gesehen hatten bei Voyager, ist halt auch einfach als Paper mal mit reingewandert. Kommen wir mal zwischendurch noch zu einer interessanten Mission. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, die New Horizons Mission, die am 19. Januar 2006 gestartet ist mit dem Ziel, den damals noch Planeten Pluto zu erforschen. So 8 Monate nachdem das Ding gestartet wurde, ist dem ja der Planetenstatus aberkannt worden, ist jetzt nur ein Zwergplanet, ihr erinnert euch. Und Ziel war halt einfach erstmal am Jupiter vorbeizufliegen 2007 und dann direkt mit langem Tiefschlaf dazwischen zum Pluto durch, wo auch dann letzten Sommer angekommen ist. Ihr habt sicherlich ein paar Bilder gesehen davon. Man hat festgestellt, das Ding läuft auch recht gut, hat auch noch ein bisschen Sprit drin da hinten in dem, was heißt Sprit, der hat mal wieder hier so ein kleines Kraftwerk hinten drauf hängen, Atomkraftwerk. Der wird jetzt noch weiterfliegen zu dem Asteroid, weiß ich gerade nicht, 2014 MU69, wo er 2019 ankommt und wird dann quasi dieselbe Route nehmen wie auch schon Voyager, ab in den Termination Shock und die Heliopause im Jahr 2047. Werden wir aber wahrscheinlich nicht mehr mitkriegen, weil auch die Batterie oder das Kraftwerk nachlässt. Das ist nicht so riesig gebaut wie bei Voyager. Das Gerät ist generell um einiges kleiner und es wird auch wahrscheinlich nur bis zum Jahr 2025 funktionieren. Dementsprechend kriegen wir vielleicht gerade noch mit, wie halt diesen Kometen da passiert und dann irgendwann mal Richtung Termination Shock fliegt. Vielleicht kriegen wir den Termination Shock noch mit, aber es war halt einfach nur mal eine Sonne, die gebaut wurde. Lass uns mal Pluto anschauen. Interessant ist halt auch dabei, es hat mehrere Antennen. Das ist jetzt mal mit Messvorrichtung auf dem Boden ein Bild. Zum einen die 2,1 Meter Parabol-High-Gain-Antenne. Ist natürlich hier die Suppenschüssel unten, das riesige Ding. Man sieht hier auch, ist gerade die Hornantenne mit dem Empfangsgerät ist abgedeckt. Da hängt gerade hier unsere Messsonde drauf. Dann gibt es oben drauf gesteckt, also ihr seht ja, Signale kommen rein, werden reflektiert hierhin und kommen unten wieder in die Messsonde rein. Oben drauf aber ist gleichzeitig dieser Spiegel ist gleichzeitig die zweite Antenne, die Medium-Gain-Antenne, diese 30 cm, die dann halt auch wieder einen Empfangsalter oben hängen hat. Und ganz oben drauf hängt noch ein Rundstrahler, den er auch nochmal ganz unten hat. Für Low Gain. Rundstrahler, also wie ein Dipol quasi so in der Richtung. Das große Teil macht 42 dBi Gewinn. Das heißt, kann einiges wirklich rausholen aus den Daten, die halt von hier weggeschickt werden, die rübergeschickt werden, kann das große einiges rausholen. Oder halt auch, wenn er selbst Daten sendet, können die auch sehr gut hier noch empfangen werden. Da müssen nicht unbedingt die ganz großen Antennen für verwendet werden. Die Rundstrahler sind für den Notfall gedacht. Das heißt, für den Fall, wo New Horizons taumelt oder die an anderen Antennen ausgefallen sind, ist halt der Vorteil bei Rundstrahler, ich brauche die Richtung nicht genau wissen, wie sie jetzt ausgerichtet ist. Ich kann dann aber die Signale dahin senden und sagen, hey, richte dich mal wieder aus. Man hat die auch in so einen Taumelflug versetzt, während des Tiefschlafs, quasi so eine drehende Bewegung. Das heißt, die war in der Tiefschlafphase die Sonne nicht immer genau zur Erde ausgerichtet. Und über die Rundstrahler wurden halt entsprechende Signale dann auch reingeschickt, um es halt wieder auszurichten. Das Ganze läuft im X-Band, also 8 bis 12 Gigahertz. Und hat 2 Leistungsröhrenleistungsverstärker mit 2x12 Watt Leistung. Was macht das Ding als Datenübertragung? Installiert sind 2x8 GB Speicher, redundant. Aber Übertragungsgeschwindigkeit ist derzeit 700 Bit pro Sekunde, also weniger als Voyager kann. Ist auch eine kleine Antenne da drauf.
reicht aber noch aus. Andererseits, wenn man überlegt, 8 GB, die wurden mit Messdaten, mit Fotos vollgemacht, unter anderem hier dieses schöne Bild von Pluto. Und es wurde so im September 2015 angefangen, die Daten zu übertragen. 8 GB mit 700 Bit pro Sekunde oder abnehmend, heißt irgendwann im Januar 2017 ist die Übertragung abgeschlossen. Dauert ein bisschen. Und mittlerweile muss auch die 70-Meter-Schüssel vom Deep Space Network verwendet werden. Deep Space Network ist das hier. Das sind mehrere Antennen verschiedener Größe, die da gebaut wurden, insbesondere von der NASA. Also das gehört eigentlich der NASA auch. Die haben dort 70-Meter-Schüsseln stehen, 34-Meter-Schüsseln, 26 Meter und noch diverse kleinere. Problem, oder beziehungsweise nicht Problem, die 70-Meter-Schüssel sind ein X-Band dafür und kann natürlich auch für mehrere Missionen verwendet werden. Wir haben ja vorhin gesehen, das Space-Protokoll, was da auch ist, kann dann halt auch für andere Missionen auch mitverwendet werden. Das System ist so aufgebaut, dass jederzeit Raumschiffe, Sonden erreicht werden können, indem über die Erde verteilt drei... Oh, da fehlt was links und rechts. Na gut, kann ich auch so erzählen. Drei Komplexe aufgebaut wurden. Der eine steht in der Mojave-Wüste irgendwo in Kalifornien. Der andere steht irgendwo in Australien unten in irgendeiner Wüste. Und der dritte steht in Madrid oder in der Nähe von Madrid. Ist dort in so Talsenken gebaut worden, damit ein bisschen drumherum die ganzen anderen Strahlen, die da noch irgendwie so existieren, ein bisschen abgeschottet werden. Haben quasi die gleichen Antennen da rumstehen und sind quasi so in etwa 120 Grad jeweils versetzt auf der Erde verteilt. Das heißt, die Erde hat ja das Problem, die dreht sich ja. Ich meine, ist ganz praktisch, können wir drauf stehen bleiben dadurch. Nein, nicht durchs Drehen, durch die Schwerkraft an sich. Aber die Erde dreht sich halt einfach. Und wenn ich jetzt nur eine Schüssel nehmen würde, habe ich irgendwann das Problem, dass ich mein Raumschiff, was gerade auf dem Weg zum Jupiter ist, nicht mehr erreichen kann, weil die Erde dann halt weggedreht ist. Mit 120 Grad versetzt kann ich jederzeit irgendwie ein Raumschiff erreichen mit einer der drei Schüsseln. Ich kann jederzeit das komplette nachtracken. Ist schon eigentlich recht gut aufgebaut. Sieht dann so ein bisschen aus, dass dann halt die Schüssel sich natürlich auch immer mitdrehen. Im Zeitraffer sieht es am besten halt einfach aus, wenn das dann irgendwie so ein paar Sekunden, also ein paar Minuten zu ein paar Sekunden halt runtergebrochen werden, zeigt immer auf eine Position am Himmel. Stellt euch vor, die Erde dreht sich. Dann zeigt es halt immer auf eine Position halt hin. Ist schon echt nett irgendwie. Ist aber ähnlich halt wie ein Teleskop, also ist nichts anderes dabei. Um nicht ständig irgendwie Schüsseln nachjustieren zu müssen, ist die NASA dann irgendwann auf die Idee gekommen, lass uns doch zumindest mal für die Missionen, die nicht allzu weit weg sind von der Erde, so ein kleines Netzwerk aufbauen, nämlich das Tracking and Data Relay Satellite Netzwerk. Das heißt, es werden mehrere Satelliten genommen in geostationärer Umlaufbahn mit 120 Grad Versatz halt gebracht, die immer gleich an gleicher Position mit der Erde mitlaufen. Das heißt, ich kann von einem Punkt der Erde zwei von denen jeweils erreichen. Ich brauche also zwei Bodenstationen quasi nur und kann alle Satelliten, in diesem Fall sind es 8 aktive, erreichen. Die haben Umsetzer drauf für das S-Band, KU-Band und KA-Band und sind so für ja, Raumschiffe, Satelliten, ISS, so im erdnahen Orbit halt nutzbar. Alles, was sich innerhalb dieser 36.000 Kilometer geostationär befindet, kann ohne Probleme erreicht werden. Außerhalb können die auch noch erreicht werden. So Mondmissionen beispielsweise wären damit ganz praktisch umsetzbar. Wurden auch erst Ende der 70er Jahre halt entwickelt und der erste Satellit ist 83 mit der ersten Challenger hochgebracht worden. Damals wurden halt Satelliten noch ausgesetzt direkt von Raumschiffen, die dann weitergeflogen sind in die geostationäre Umlaufbahn. Der zweite sollte auch mit der Challenger hochgebracht werden. Die ist aber nicht mehr ganz so hoch gekommen, wie wir vorhin gesehen haben. Und machen aktuell bis zu 300 Megabit pro Sekunde.
ist nicht wenig. Mit einem Kostenpunkt von, naja, $139 pro Minute. Also wenn du mal am Südpol bist und dort mal eben fett Daten brauchst, kannst du dann mal für $139 für eine Minute 300 Megabit pro Sekunde klicken. Südpol kann deswegen erreicht werden, weil die nicht exakt auf Äquatorhöhe sind, sondern ein bisschen versetzt sind, ein bisschen nördlicher, ein bisschen südlicher sind. Insbesondere die USA brauchen halt diese Stationen, um die, oder die Satelliten, um die Südpolstation, die da gerade, oder die generell da seit vielen, vielen Jahren direkt am Südpol steht, erreichen zu können. Die haben auch jetzt ein bisschen geupgradet und scheint wohl jetzt ein bisschen mehr Traffic möglich zu sein. Aber auch die ISS, die hat halt Nutzen davon. Also ISS hat mehr Bandbreite als ihr zu Hause in der Regel, aber höhere Latenz. Genau, kurz nochmal hier so Bildchen. Die schlechte Auflösung ist von der NASA selbst, also die habe ich nicht aufgenommen. Die NASA hat auch manchmal schlechte Bilder drin. Aber so mit den ganzen Objekten, so Hubble Space Teleskop wieder mit gefahren, halt die ganze Datenübertragung, die ISS, irgendwelche anderen Sachen halt auf dem Erdboden und so weiter. Und es sind, genau, 8 Satelliten in Betrieb aktuell, 12 wurden hochgebracht, beziehungsweise 12 sollten hochgebracht werden, sind aber teilweise nicht alle angekommen. Es wird auch noch weiter ausgebaut, es wird auf neuere Satelliten ausgebaut und es gibt mehrere, es gibt natürlich noch mehrere Bodenstationen als nur 2, aber es reicht dann vollkommen aus, halt auch mit 2 das alles abdecken zu können. Gibt im Netz noch echt viele Informationen dazu, wie das ganze System aufgebaut wurde. Das ist aber eigentlich ein recht gutes Prinzip irgendwie, das so umzusetzen. Ja, wie ich sagte, das Thema ist riesig. Wahrscheinlich könnte ich auch noch mehr darüber erzählen. Ich weiß, ich habe 1,5 Stunden gekriegt, aber das ist bei mir nie so klar, wie lange die Vorträge dauern. Auf der anderen Seite wäre jetzt auch noch Raum für Fragen. Ja, das war der kleine Einblick. Fragen. Dort hinten. Ja, dann klatscht doch erstmal. Ich sagte ja schon, der lustige Vortrag zur Galaxis-Programmieren kommt heute von Urs, also der kommt heute nicht von mir. Gleich um 20 Uhr. Dort hinten war eine Frage, können wir jemand mit Mikrofon haben? Dann bräuchte ich die Frage nicht direkt wiederholen, das wäre super. Ein Saalengel mit Mikrofon, bitte. Super. Ja, danke für... Hallo? Ja, danke für den Vortrag. Ist dir bekannt, ob sowas schon auf einer heliozentrischen Basis geben wird, so ein Kommunikationsnetzwerk? Ist mir nicht bekannt. Planungen gab es dazu sicherlich schon mal. Aber momentan wird ja alles im Thema Weltraum stark eingestampft. Vielleicht durch private Initiativen irgendwann mal. Für welche Anwendungen wäre das interessant, denkst du? Ja, generell die weiteren Missionen, also wenn man den Gedanken weiterdenkt oder halt um die Sonne rum zu kommunizieren. Ach so, damit ich zum Beispiel den Mars erreichen kann, auch wenn der gerade hinter der Sonne steht. Ja, da wäre es dann echt interessant dafür. Ich weiß gerade nicht, wo der geostationäre Orbit um die Sonne ist, aber das finden wir bestimmt noch raus. So, weitere Fragen? Bitte Hand heben, damit der Saalengel mit dem Mikrofon zu euch kommen kann. Hier vorne eine Frage. Wurden eigentlich schon Satelliten im Lagrange-Punkt geparkt? Wo wurde was reingepackt? Im Lagrange-Punkt, also in einem der 4, die es gibt. Also in die Lagrange-Punkte? Ja. Jein, also es gibt ja nur 2 stabile und alle anderen Lagrange-Punkte sind ein bisschen blöd, vor allen Dingen der hinter der Sonne steht, da wo unsere Schwesterwelt irgendwie existiert, die wir noch nie gesehen haben. Die anderen Lagrange-Punkte, ja, da stecken Satelliten drin, insbesondere diese, die die Sonne beobachten. Der ist aber nicht stabil, das ist der L1 und der L2, der auf der Erde abgewandten Seite steht. Da stecken die, die im Schatten der Erde Deep Space-Beobachtungen machen. Aber die sind nicht stabil, das heißt, ein Objekt, was du reinsteckst, das fällt relativ schnell wieder raus. Das heißt, du musst im Grunde die ganze Zeit drumherum kreisen. Nur die, die mit der Erde mitziehen, die sind recht stabil, aber da haben sich dummerweise schon einige Gesteinsbrocken eingefunden, die auch nicht so toll für irgendwelche Satelliten sind.
Weitere Fragen? Hier vorne noch? Warte mal eine Sekunde, warte auf dein Mikrofon bitte. Das kommt hier aus der Mitte heraus vom Saalengel. Danke. Hallo. Die Yagi-Antenne, hast du gesagt, die geht nur bis 2,5 Gigahertz. Ja, warum? In etwa. Du musst sie dann klein bauen. Also richtig, richtig klein. Du kannst sie natürlich drucken. Ich weiß nicht, hast du mal... Nee, hier sieht man, das ist keine Yagi-Antenne da drauf. Rechne einfach mal die Wellenlänge aus und wie klein du die dann halt zusammenbauen musst. Ja, okay, da kannst du ein bisschen höher machen, aber ist in etwa 2,5 Gigahertz, ist sie effizient, mehr nicht. Vielleicht kriegst du noch welche hin, die auf höheren Frequenzen auch noch funktionieren, aber so gut ist es nicht. Hey, warte mal, wir sind auf der GPN, wir haben keine Engel, wir haben Dämonen hier. Ist das richtig? Nein, Trolle heißen die. Ach, verdammt. Zu viele Begriffe für das Gleiche. So, die nächste Frage bitte. Soweit ich weiß, ist eine astronomische Einheit 150 Millionen Kilometer um und auf. War das falsch in der Berechnung oder weiß ich das falsch? Ich hab nachgeschaut extra. Oh, habe ich direkt den Maßabstand reingeschrieben? Danke für die Korrektur. Bitte das nächste Mal etwas früher. danke für den Hinweis, ja. So, du bist am nächsten erst in der Mitte dran und dann hier vorne dran. Sekunde, der Saaltroll kommt von hinten. Danke, Saaltroll. Du meintest, dass die meiste Kommunikation verschlüsselt ist. Ja. Aber dass auch die IDs der Satelliten online sind. Werden die unverschlüsselt gesendet? Oh, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Macht eigentlich keinen Sinn. Denn es werden ja verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen pro Satellit auch verwendet. Müsste ich mal genauer reinschauen. SDR-Hack-Workshop. Gucken wir uns dann mal an. Warte, hier vorne ist noch eine Frage gewesen und dann gleich hinten. Wir machen erstmal eine Reihenfolge. Hier vorne war noch eine. Wo denn? Hier? Ach da. Jo. Mir ist immer noch nicht ganz klar geworden, warum jetzt Antennen kleiner sein müssen, wenn die Frequenzen größer werden. Also. Ah, die Antenne, also so ein klassischer Dipol. Bestimmt durch die Länge die Frequenz, auf der er am besten arbeitet. Okay. Es gibt natürlich auch irgendwie so, also klassische Halbwellendipole. Es gibt natürlich auch Dipole, die dann halt anders funktionieren. Geht auch, dass du halt irgendwie anders reinsteckst, aber das ist, wo es am besten funktioniert, so gesehen. Das heißt, je höher ich gehe mit der Frequenz, umso niedriger oder umso kleiner wird meine Wellenlänge und umso kleiner muss auch der Dipol dann werden. Und das natürlich, irgendwann kommt man dann in eine Größenordnung, wo das nicht mehr so trivial ist. Richtig, genau. Mhm. Da muss dann halt andere Methoden halt her. Deshalb nimmst du dann Hole-Leiter zum Beispiel, wo du dann die Signale rein empfängst und dann weitergeleitet werden. So, weitere Fragen? Dort hinten der Saaltroll. Danke. Ja, nochmal zu der Verschlüsselung. Da war letztes Mal bei den MAMCD der Head of Mission von der ESA zu Gast und der wurde da auch gefragt, so wie ist denn das mit Verschlüsselung? Und der hatte dazu nur gesagt, naja, um mit dieser Rosetta zu reden, da braucht man halt so eine 64 Meter Schüssel und naja, die hat halt nicht jeder. Ja. Also ganz Unrecht hat er ja nicht. Ne? Dazu möchte ich anmerken, dass die AMSAT eine 30-Meter-Schüssel hat. Aber es sind ja durchaus auch größere Schüsseln in Besitz von Vereinen. Da gibt es so ein nettes Ding, das liegt in der Eifel, das war mal ein Vulkan gewesen, ist dann irgendwo mit der Schüssel vergossen worden. Und das ist ein Vereinsbesitz, das heißt, das kann man zwar nicht so hundertprozentig ausrichten, eigentlich nur durch oben drüber den Empfänger, den man halt so ein bisschen drehen kann, aber da könnt ihr auch vielleicht mal einen Ausflug hinmachen, machen die auch teilweise. Also das, ich weiß nicht, was hat die für einen Durchmesser dort, 50 Meter, 200 Meter, ist ein bisschen größer, also die 64 Meter könnten wir damit vielleicht noch erreichen oder sprengen. Vielleicht sollten wir uns das Ding mal genauer anschauen.
Ja, ich wollte noch kurz was zu Kommunikation zu diesen Spacecraft-IDs sagen. Ich vermute, die sind unverschlüsselt übertragen, die ID an sich, weil wir mit DL0 SHF in Kiel nämlich mal Kommunikation von der Sonde zu Curiosity empfangen hatten, beziehungsweise auch, ich kann auch sein, dass es Curiosity selbst war. Und dann das an die NASA weitergegeben haben und die gesagt haben so, ja, ist Curiosity interessant, dass ihr das mit euren kleinen Schüsseln empfangen könnt, weil wir haben, glaube ich, die größte, es hat, glaube ich, 7 Meter, die wir stehen haben. Das reicht ja aus, es ist ja nur Mars, also Curiosity ist ja nur Mars und dann war vielleicht gerade mal wieder irgendwie der Mars relativ nah dran. Aber 7 Meter reicht aus, sagst du, das ist schon mal super. Also wir haben doch, glaube ich, eine 5-Meter-Schüssel, die dauerhaft für die NASA abgestellt ist für das Stereo-Projekt, wo die Sonden entgegengesetzt um die Sonne fliegen. Ah, okay. Die Sonne beobachten. Die hat nicht genügend Schüsselkapazitäten, haben sie bei vier Vereinen und Organisationen angefragt, ob die Schüsselkapazitäten dafür abhaben können. Und dann war die Aufnahmebedingung irgendwie 10 Meter Schüssel und dann haben sie gesagt, ach, eure ist kleiner, ach, ihr fliegt ja eh raus, wenn die Daten zu schlecht sind und ja, wir sind die letzte Organisation, die dabei ist. Welcher Hackspace hat ein großes Dach und kann Schüsseln aufstellen? Gerade so ein paar Ideen. Soweit ich weiß, haben wir, glaube ich, noch ein paar Spare-Schüsseln mit 3 Meter rumliegen. Nur. Die Berufsschule Niebel hat auch noch eine stehen, die sie verschenken wollen. Meldet euch bitte an diese Person, falls ihr genügend Platz auf dem Dach eures Hackspaces habt und unbedingt schon mal Satellitenkommunikation machen wollt, dort drüben bitte hin. Passende Größen sind vorhanden. So, weitere Fragen haben wir da hinten noch. Nummer 1, bitte berücksichtigen, die 64 Meter Schüssel braucht man vielleicht, um mit der Rosetta zu kommunizieren. Aber wenn wir jetzt irgendeinen Satelliten im Low Earth Orbit haben oder so, dann reicht ja schon eine kleine Antenne. Nummer 2, ich weiß gerade leider nicht, wie es heißt. Es gibt ein Projekt für quasi dezentral verteilte Bodenstationen. Insbesondere, wenn ich irgendwie an der Uni bin und einen Satelliten oben habe, habe ich nicht unbedingt Zugriff auf so ein Deep Space Network, was global ist. Und da gibt es dann so ein Projekt von Leuten, die halt im Prinzip ihre Bodenstationen übers Netz frei zugänglich machen und sagen, hey, hier, wenn du gerade jemanden in Australien brauchst, um deinen Satelliten zu hören, dann kannst du im Prinzip das Netzwerk dann nutzen. Ich kann gerade leider nicht sagen, wie das heißt. Es gibt auf jeden Fall einen Wikipedia-Artikel dazu. Und okay, so viel zu, wir brauchen eine 64-Meter-Schüssel. Das heißt, ich kann sie tatsächlich bei befreundeten Organisationen anfragen. Sehr gut. Ansonsten noch mal eine Frage von mir. Als totaler Funk-Noob könnte man sich sozusagen eine 64-Meter-Schüssel bauen, indem man viele kleine Empfänger nebeneinander stellt oder so? Ja, du kannst die, du kannst tatsächlich mehrere kleinere Schüsseln als Array aufbauen. Das ist ja auch durchaus das, was gemacht wurde, mehrere große Schüsseln halt als Array aufzubauen. Dann hast du theoretisch noch eine größere. Musst die halt nur irgendwie schön sauber angesteuert kriegen, dass sie auch gleich funktionieren. Aber wenn du halt irgendwie so 27 3-Meter-Schüsseln haben oder so, können wir daraus auch eine größere bauen. Das geht. Braucht nur den Platz dafür. Ich weiß nicht, wo das Camp das nächste stattfindet. Vielleicht haben wir da ein bisschen... Sehr gut, unter den Schüsseln, okay. Naja, ihr könnt ja mal in die Eifel fahren zum Beispiel, ne? Ja, die meinte ich ja vorhin, die eine große dort. Bitte ins Mikrofon, wenn du da direkt noch was rein sagst, dann ist das auch im Stream mit dabei. Das wäre super. Vielleicht zu dieser großen Antenne aus vielen kleinen. Gerade das Stichwort ALMA, das ist ein Radioteleskop in der Atacama-Wüste. Und die machen exakt genau das. Die kleineren Schüsseln, die verwenden, haben, glaube ich, 5 Meter, die größeren 7 Meter. Und die haben dann also eine Fläche von etlichen Quadratkilometern, wo die ein paar hundert Schüsseln aufgestellt haben. Und exakt genau das machen, das als Array schalten. Ja, wir wissen dann schon die Größe des nächsten Camps. Weitere Fragen noch? Ach, hier vorne. Gar nicht im Bild gehabt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann eskaliert es auch gerade in Australien, so auf einer Fläche von Bayern oder sowas. Ja. Auf dem EMF,
können wir da jemanden kidnappen und dann... Ja, da wird gerade ein größeres Antennen-Array ausgerollt in mehreren Teilen der Welt, das stimmt, um halt auch wieder 120 Grad versetzt wieder mehr empfangen zu können, also jederzeit. Und es soll eine Genauigkeit haben, wie war das? Falls Sirius in 4,3 Lichtjahren Entfernung einen Planeten haben sollte, der noch nicht entdeckt wurde, und da drauf ein Atomkraftwerk existieren sollte, könnte das mit diesen Antennen gemessen werden. Diese Genauigkeit, also ungefähr. Zum Thema, wir capturen uns einen Satelliten, aber nicht im Sinne die Daten, sondern wir nehmen uns den Satelliten. War da nicht gerade erst eine Aktion, wo die versucht haben, einen ausrangierten Forschungssatelliten, der an der Erde vorbeikam, wiederzubeleben und den für privat zu nutzen? Also, oder generell eine Organisation? Ja, wurde versucht, war auch, also es wurde jetzt nicht irgendwie so undercover gemacht, sondern ich glaube, wurde auch nachgefragt und das die haben gesagt, das ist in ja. Ordnung, aber haben sie nicht geschafft. Also es wurde dann von Funkern was zusammengeschraubt, entsprechende Antennen und so weiter, noch entsprechend alte Datentechnik, wahrscheinlich irgendwie die 8-Zoll-Floppies oder so auseinandergenommen, um zu gucken, dass es halt irgendwie funktioniert, aber es hat nicht funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere. Wir können ja mal gucken, wo beim nächsten Camp dann Rosetta ist. Ich glaube, die kommen ja wieder zurückgeflogen quasi. Ja, mal gucken. Also zu dem Satelliten, den sie da versucht haben, wiederzubeleben. Die Kommunikation haben sie hinbekommen, nur die Triebwerke, die waren wohl über die lange Zeit so beschädigt, dass sie nicht mehr funktioniert haben. Ja genau, Kommunikation lief, aber zünden konnten sie nichts und dementsprechend auch nicht retten. Ist dann, soweit ich weiß, in der Atmosphäre verglüht. Oder einfach noch vorbeigeflogen. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Es ist schon ein Jahr wieder her. Oder zwei sogar. So, noch eine Frage können wir machen, wenn noch eine ist. Ansonsten. Oh, doch, noch eine. Ansonsten ist auch ein freier Slot, oder? Ja, hier ist dann noch eine Stunde Pause und danach ist Urs dran und der wird volles Verständnis dafür haben, wir überziehen. Also. Zu der großen. Sehr gut. Ja, jetzt. Ist es nicht möglich, theoretisch eine Einwegschüssel zu bauen? So ich glaube, du hast das Mikrofon gerade ausgeschaltet, kann es sein, oder du sprichst nicht richtig rein? Hallo, Test. Ja, jetzt. Wäre es nicht möglich, aus Alufolie eine große Einwegschüssel zu bauen? Also ich stelle mir vor, dass man da vielleicht 5 große senkrechte Säulen hinstellt, dazwischen Seile spannt und dann an den Seilen in die Alufolie hochschaut. Ja, du brauchst nicht unbedingt Alufolie, die brauche ich eh immer, die Alufolie, um das den komischen verstrahlten Leuten im Clubraum immer mitzugeben, damit sie Hüte basteln können. Nee, du kannst einfach nur was Reflektierendes nehmen. Das Alufolie ist manchmal eh ein bisschen blöd. Du willst eigentlich ein Material haben, was nicht reflektiert. Also zumindest kein Sonnenlicht reflektiert. Denn wenn die Erde sich so dreht und du zufälligerweise deine Schüssel irgendwie mal so hingestellt hast, dass gerade die Sonne mal da reingeht. Okay, du kannst ja Kartoffeln kochen gehen, aber... Vielleicht ist der Brennpunkt dann auch dummerweise auf dem einzigen Baum auf deinem Gelände, wer weiß. Also es könnte noch Nebeneffekte haben. Aber dann wäre es ja noch einfacher, so eine Einwegschüssel zu bauen. Ja, natürlich. Also Satellitenschüsseln bauen ist echt nichts Schwieriges. Also du musst im Grunde nur ein olles Ölfass nehmen, ein bisschen Dellen reinmachen. Die Leute sieht man ja immer wieder in U-Bahn-Stationen irgendwie da rumstehen und Musik machen. es reicht aber aus, in diese Richtung halt zu gehen. Gut, so könnt ihr mich erreichen. Die Person, also gut, ich war ein bisschen spät dran mit Rufnummern registrieren, deshalb meine Standardrufnummer, die ich seit 2001 habe, habe ich dieses Jahr nicht mehr. Ihr könnt mich hier auf der GPN unter der 7777 erreichen. Ich hätte gerne meine 2580 wieder zurück. Zumindest für das Eventphone klappt das immer ganz gut. Ansonsten die Bilderquellen, die drin sind, wenn nicht anders genannt, war das in der Regel auch Public Domain oder selbstgemacht oder gemeinfrei. Oder bei DK0TU gemobst, also hier mit der Yagi-Antenne zum Beispiel. Und Fragen, ich bin auf jeden Fall noch die GPN über da. Und ihr wisst, wo ihr mich im Netz finden könnt. Danke. Und denkt dran, geht zum SDR-Workshop.